Willkommen zurück, Reisende. Heute werden wir uns erstmal nur mit dem Exo-Anzug und seinen Upgrades hier beschäftigen. Dafür habe ich schon mal, war ja gestern, Kunststoff-Nanoröhre und Gehäuse hergestellt. Für einige wird die Folge jetzt vielleicht etwas langweilig erscheinen, aber das gehört nun mal zum Spiel. Ich werden muss es auch. Könnte es mit deiner Reise verbinden, mal nur einen Platz kaufen pro System, also zwei Plätze wegen Anomalie. Aber ich mir gedacht, machen das jetzt in einem durch, dann haben wir es hinter uns. Werde natürlich mal gucken hier, dass wir nicht auf jedem, so dass wir uns einen Planeten aussuchen, den wir die sammeln. Erstmal gucken, was das für einer ist, und dann kann man das vielleicht hier machen. Der grünliche, der war ja nun sehr bergig. Beißende Pfütze. Dann gucken wir jetzt erstmal hier rein schnell, der im Angebot hat. Alles brauchen wir jetzt erstmal genug. Wenn wir jetzt mit dem Ausbau des Anzugs anfangen. Ja, falsche Taste. Danach in der nächsten Folge werden wir einem Portal reisen und unsere Glyphen mittels des Portals auf 16 bringen. Wir könnten natürlich jeder Raumstation einfach hoffen, dass wir einen Reisenden finden, eine bekommen, aber da wir die ersten beiden Glyphen schon haben, können wir damit das Portal auch benutzen und uns direkt in ein System geben, wo auf jeden Fall ein Reisender zu finden ist. Dann umgehen wir den Zufall, ob wir wirklich einen finden. Kann man auch schnell mal ein anderes System reisen, wenn man irgendwo hin möchte, wenn wir das Portal freigeschaltet haben. Das hier sollte jetzt eigentlich auch recht üblich gehen, es ist ja nur starten, ein Stück fliegen, landen. Mal einfach mal sehen, wie wir vorankommen. Oben wieder ein. Wir können dann auch schon weg zu dem. Rauszoomen und reinzoomen, das dauert jetzt alles. Ja, aber so schlimm ist es auch nicht. Außerdem kannst du auch die Ressourcen sammeln oder so. Auch sehr entspannt eigentlich sein. Man muss es ja mal so sehen. Gemacht werden muss es so oder so. Da das nun mal auch zum Spiel gehört, will ich euch das natürlich auch zeigen. Machen muss ich sehe, also können wir mehr lagern, ausrüsten.
geht doch alles sehr schnell. Die Station hier nehme ich mal nur mit, den Wegpunkt, damit der als entdeckt gilt. Sicher brauchen wir den eigentlich. Alles schneller als gedacht. Ah, die ist direkt hier in der Nähe. Brauchen wir gar nicht in den Orbit fliegen. Kann nicht landen. Gelaufen. So kommen wir auch viel schneller an die Upgrades. Wenn wir jetzt von System zu System, dann müssen wir mal einen Überraumsprung machen. Jetzt noch am Anfang Treibstoff. Da ist auch eine Station, da können wir gleich hin. Hat man jetzt von oben gesehen. Direkt hier in der Nähe. Sollte sie rechts mal scannen. Oder rechts sein. Hinten ist. Hat er auf dem Scan jetzt natürlich nicht angezeigt. Auf jeden Fall ein Wächter, das ist dann nicht so gut. Obwohl wir bräuchten auch ein Gehäuse. Gehören für unseren Anzug. Verbrauch. Das geht doch schnell ins Gebäude, dann hören die auch auf zu suchen. Oh nein, das war das. Gebäude ist verschlossen. Los, schieß doch. Und jetzt hier drin einfach warten. So. Ach so. Oh, vielleicht das da? Könnten neu laden, aber das bringt uns gerade gar nichts. Auch ein Kampfläufer. Guck mal, eins von dem da. Aber mal raus. Jetzt stirb. Mission. Nichts fallen lassen. Schade. Dann funktioniert das auch nur so optimal. Weit können wir nicht schießen. Muss mal kurz warten.
Da nur Müll. Ja, wie kann er mich hier drin treffen? Sollte eigentlich nicht gehen. Hauptsache er läuft quer durchs Gebäude. Dann mal zur nächsten Obstag. Ich hab gedacht, vielleicht haben wir Glück und bekommen Kampfläufer gehören. Unsere Ausrüstung im Schiff. Ja, dann werden wir uns erst noch ein bisschen an Streublast upgraden müssen. Bilde, dann brauche ich ein bisschen länger auf die Schießen. Witzig ist, wenn man im Schiff mit denen kämpft oder im Kampf sich befindet und startet, schicken die einem Jäger hinterher und wenn man bis auf Stufe 5 kommt, kommt sogar ein Achter von denen. In dem, also vor 4.0 war das zumindest so, unendlich viele Jäger rauskommen, die man seelenruhig abknallen kann. In sein Schiff natürlich ausgerüstet ist. Ja. Aber man kann den Frachter konnte man leider nicht in meinem Fall stören. Los geworden ist man ihn auch nur Jäger, wenn man dann in eine Raumstation fliegt. Eine Ruine. Werden wir dann auch gleich rauskommen. Mitnehmen nach der Absprungkapsel. Es könnte gut sein, dass es ein Monolith ist, der uns zu einem Portal führt. Kann ja nie wissen. Wir landen können. Auch mehr Platz als gedacht. Großes Fadenkreuz. Ich dachte echt. Lass mal die Waffe wechseln. Und besser. Richtung liegt. Der Fall zu sein. Vorhin ging. Oh, die ist auch nicht auf diesem Planeten. Das heißt, die brauchen wir jetzt gar nicht fliegen. Nur mal hinterher. Ach, und unser Schiff habe ich eben kurz vor der Aufnahme umbenannt. Ich wollte Imperialer Jäger schreiben, aber kann kein Ä schreiben. Schade. Heißt er jetzt Jäger mit AE. Auch schon Kiste. Müssen bald mal tanken. Noch halb voll. Müsste mit fahren. Sollte das eigentlich? Ja, gleich mal gucken, bevor wir aussteigen. Nur auf der dunklen Seite ist. Wollen uns der dunklen Seite der Macht verführen. Ist jetzt ein schlechtes Angebot. Also. Patrizium, haben wir ja genug. Ah, wir haben unser Ziel erreicht, nicht? Ich
von allein so nicht drauf. Piste auswählen. Kurz den Wegpunkt mitnehmen. Ist sehr entspannt. Ja, später eine Basis auch errichten, zum Beispiel. Ich werde die immer extra benennen, die Folgen dann. Damit die Leute, die das vielleicht nicht überspringen können oder ein bisschen vorspulen können. Auch genug Leute. Weit weg. Ein paar Minuten noch. Denen das Feld ganz gemütlich was bauen. Ja, auch ein Teil des Spiels. Reisen, viel entdecken. 3 Minuten mit dem Pulsantrieb. Gehen wir um. Den abkürzen. Ein Stück. Und zu tief. Nicht. Oh, hey, was? Ah, wir haben sogar eine Scheißwaffe hier. Auch keine neue eingebaut. Ja, nee. Ja, wohl nicht wahr sein. Der Scanner noch relativ recht dafür ist, alles anzuzeigen. Oh, landen, landen. Allererste Mal, als ich gespielt habe, bin ich auch leicht in einem Gebäude beim Landen hängen geblieben und drauf wieder. Ja, mal passiert. Gut, schnell voran. Gut, dass man das alles auf einem Planeten machen. Immerhin sollte so ein Planet ja schon eine gewisse Größe haben. Auch gut. Machbar ist alles. Generiert die ja sowieso erst, wenn wir nicht weiter sind. Außen. Genau. Hat trotzdem hin. Ein Treibstoff in Stratschen. Da müssen wir dann auch noch ein S-Upgrade hier hinbauen. Leider noch kein. Endlich ausgestiegen. Oh. Doch hier. Ah, das ist ein abgestürzter Frachter. Aber brauchen wir jetzt nicht. Ab und zu bringt es ein bisschen Geld. Manchmal nur Kleinkramteile, die man nicht braucht. Achte, sehr gut voran. Ich werde auch die Technologiefraktion-Teilung nicht ganz ausbauen, sondern haben die so weit vergrößert. Das ist voll unnötig ist, da man von jedem 3S-Klasse Besserung einbauen kann. Daher
brauchen wir nicht alle Plätze oben bei Technologie freischalten, die dann eh einfach nur unnötig leer sind. Sind dann noch andere Waffen? Waffen nicht, Waffen war Multitool. Da ist zum Beispiel auch so weit vergrößert, dass man jetzt prinzipiell super viele Waffen mit sich rumtreiben kann. Verzeihung. Aber es ist voll unnötig. Die meisten Spieler haben zwei Waffen. Reicht auch vollkommen aus. Eigentlich reicht auch eine. Ich finde doch. Viele Gebäude hier auf dem. Sieht man nie so viele. Ein. Bin ja gleich schon mal. Hier zum Beispiel hier rein. Mobile Handelsterminal sozusagen. Installieren. Was denn hier jetzt? Wasserstrahldüse. Ebene Perle haben wir noch nicht. Haben wir das hier verschieben. Was interagiert das? Lebenshaltung. Was bist du eigentlich mit? Ah, dafür braucht man so. Hier ist voll. Ah ja, wir haben S-Klasse Mod. Oder eigentlich. Ja, Toxic noch keinen S-Klasse Händler gefunden. Wasser kann. Dioxid haben wir auch nicht. Ist aber ganz schön viel. Einbauen. Als unser Rucksack mal voll sein sollte oder unbedingt etwas verkaufen müssen. Den Artemis-Übersetzer, den setzen wir da drunter. Haben wir eine neue Absprung? Hier befindet. Uns immer noch die hier an. Aber wir haben das noch gekauft. Hahaha, ha, ha. Wir haben noch keine neue aktiviert. Also rechts unten Südost ist das Gebäude. Genau da das Gebäude. In dem Gebäude irgendwas Schönes finden. Sogar mal von einem Gebäude, da rumläuft, einem Korvax Modul geschenkt bekommen, dafür, dass er mir gut aus dem Arm abgenommen hat. Könnte aber auch schon wieder ein Wächter bewachtes Gebäude sein. Okay.
Okay, wir kommen rein. Einfach mal anquatschen. Also. Machen wir mal das Seltenste. Ah, ein Wort gelernt. Da ist ein Terminal. Gucken wir mal. Ein Zahlenrätsel. 390. Nichts. Ist der und Kapsel entfernt. Oh, oh. Hunde. Manchmal ist man zu steil mit seinem Schiff oder Schiff behauptet einfach, es könnte da nicht landen. Obwohl die Landezone frei ist, der Berg nicht zu steil, eigentlich genug freie Fläche ist, aber und so kommt es halt vor, dass er partout nicht landen will. Da, wo man selber landen will. Da, ja, den. Fehlt uns. Und hoch, hoch. Ja. Das war. Damit ist die Aufgabe auch. Das war ja eine Aufgabe von uns. Noch ein Gebäude. Hier ist aber was los. Worte leer. Ah, schön. Auch nebeneinander liegen müssen. Gebäude. Sendetor. Hoffentlich machen wir das Rätsel richtig. Voll mein. All 6. Oh, bestimmt ein abgestürztes Schiff. Oder ein abgestürztes Frachter. Frachter wäre egal. Schiff könnten wir mitnehmen und verkaufen. Ende mit C im Außenposten. Jetzt das. Unter Außenposten Ende. Ich glaube, alles auf einmal von uns. Noch mehr Action als ich gedacht habe. 7 Minuten. Außerirdische Lebensform. So viele Symbole auf einmal. 12 Stunden. Mal 10 Stunden. Dann machen wir so einen Kreis hier. Rein. Notsignal. Dann können wir vielleicht Schiff verhökern. Dann die Absprung. Geparkt. Ah. Also. Unten
Ja, sehr ergiebig, dieser Planet. Ah, ungefährer Standort, lass mich raten, der ist dahin. Mit einem Korvax-Quatsch. Mach. Pflanze von nichts. Pflanze ist. Och. Der dürfte nichts haben, ist immer noch derselbe Planet und dasselbe System. Signal. Diese Meile nicht. So. Nein. Weiter entfernt. Einmal nach oben. Durchstarten und. Kein Frachter. Ah, ist das ein Ab. Ah, Landung kann ich eingeleitet werden. Ne, da. Erreicht. B-Klasse. Kuchen. Sogar groß. Hässlich, Elena. Oh, brauchen wir nur aufladen. Sehr cool. Eine Metallplatte. Ah, wir wollen das Schiff beanspruchen. Ja, jetzt lass mich das. Oh nein, es. Metallplatte. Muss nur starten können, dass wir zur Raumstation bringen. Dann können wir es direkt verkaufen. Nee, ja, jetzt neu. Jetzt bauen. Erlegen. Lagern. Aha. Cool. Mal direkt für unser richtiges. Nur A-Klasse, aber immer hier ist. Kann das Ding aus. Ein Gelee dabei. Im Jahr. Ein Diva. Was auf G. Dann zu. Wollen wir einbauen. Müssen wir dann noch austauschen durch. Ah, unser X-Modul ist auch. Brauchen wir zwei S-Klassen.
185 Millionen. Genau. Müllhaufen einsteigen. Ging ja trotzdem noch. Ich. Ah, nicht. Aufgeteilt. Finger. Wie weit ist? 4 Stunden. Holen wir uns die Absprungkapsel und dann bringen wir den null ausbalancierten Haufen Müll zum Raumstation und verschrotten lassen. Kriegen wir ein bisschen Kleingeld. Wir bekommen Teile, die wir Handelsposten verkaufen müssen. Dann das Geld zu erhalten, logischerweise. Aber es ist etwas. Das Ding ist sau langsam. Wer das Antriebsmodul mit den Solarpanels auf der linken Seite auch nochmal, würde es auch direkt viel besser aussehen. Warte jetzt. Oh. Nicht dran vorbei heizen. Oh nein. Oh nee, nicht sein Ernst. Oh nee, liegt im anderen Schiff. Doch. Hab's Sinn. Ja, hier können wir jetzt auch mal denn. Hier kommt noch ein. Das hier. Beiden kommen noch. 3 S-Klassen. Wir machen erstmal jetzt hier unten. Dann können wir ja immer noch. Bin ja dann immer noch. Oben ein Upgrade kaufen. Ist ja direkt hier in der Nähe. Sieht auch überhaupt gar nichts. Ist so riesig. Ein Landen. Ist jetzt aber gar nicht gut. Nein. Oh. Ich darf nicht. Wenn uns ein Schiff beschießt. Ah, egal. Das wird schon. Lass mich aussteigen. Ist diese Kapsel? Speicher nehme ich jetzt einfach. Wenn sie uns töten, ist das. Mal vorsorgen. Falls sie uns abschießen. Eigentlich wollen wir zur Raumstation. Wenn die hier direkt in der Nähe stehen. Ja, die ist auch schon weiter weg. Ja. Gehen wir jetzt zur Raumstation. Gar nicht. Raumstation. Das passt doch dann auch. Verkaufen wir das. Gut, und in der nächsten Folge bin ich gelaufen.
machen wir dann noch nicht das wahrscheinlich mit dem Portal, sondern wenigstens noch den 8 Plätze hier, damit wir wenigstens ein bisschen Platz haben. Und zu der alten Ruine wollen wir ja dann noch viel Feuer zu erledigen. Wenn die Planetenkarte Goldes Relikt. Gut, da lernen wir ein Wort und wenn wir Glück haben, können wir es ein zweites Mal anquatschen. Nachdem was für eins es ist. Gott im Wert von 3 Millionen ist auch scheiße. Ah, verschrott das Ding. War wieder nur scheiße. Jetzt hier erstmal Upgrades haben brauchen. Die Klasse. Falsch. Alles nicht. Ballenschutz haben. Hin. Ne, der sich jetzt. Na gut, wir brauchen hier einen Platz. Ich kann nämlich noch die Wasserschubdüsen stellen. Drittes. Hoch, was ist denn jetzt? Naja. Muss ein. Jetzt. Wasser. Da oben eins noch. Wir auch noch zwei davon ein. In auch immer drei einsetzen. Kommen wir aus dem Gas. Verkaufen. Wer noch was im Angebot hat. Raumschiffschild. Raumschiffschild. Der hier. Scheiße. Schild. Um die dazu stehen. Aber wir haben jetzt effizient. Auch noch ein Schildmut. Laden wir das mal. X. Packen. Was besser ist als S.
dass ich nichts merken kann. Warte, das. 22. Das ist auch. Ah ja. 27. Besser als A, schlechter als S. Also dazwischen. Das hingepackt. Das wird halt oben. Können wir das für ein Raumschiff? Bahnschutz. Auf. Gut. Hatten wir hier. Insta halt. Ja sogar. Immer noch? 34 und... Gut. Hier. Module. Teile hier noch verkaufen drüben. Das Jetpack reicht echt. Hier ins Haus. Dann haben wir ja doch ein bisschen mehr erledigt, als ich gedacht habe. Danke ich mich vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Spaß hattet, nichts verpassen wollt, gerne liken können. Sonst bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.